Hallo und herzlich willkommen. Was gibt es Schöneres als mit Computerspielen Geld zu verdienen, habe ich mir gesagt, und für 5000 Euro Aktien von Paradox Interactive ins Firmendepot gelegt. Warum habe ich das getan? Warum habe ich nicht beispielsweise Aktien von CD Projekt gekauft, wo die Aktie noch viel stärker gefallen ist, erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tieter, hier geht es ums langfristige Investieren, hier geht es um Qualitätsaktien und ab und zu ist auch ein bisschen was Heiseres dabei. Deshalb an der Stelle mal erwähnt, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Fangen wir mal an hier von ganz von vorne. Paradox Interactive. Die machen Computerspiele, entwickeln sie, verkaufen sie, vertreiben sie. Das gleiche macht ja auch CD Projekt, haben wir hier auch drin im Aktienfinder. Und was sie noch gemeinsam haben, das ist, innerhalb der letzten 6 Monate haben beide Aktien ungefähr ein Drittel an Wert verloren. Auf Jahressicht hat CD Projekt sogar 57% an Wert verloren, Paradox Interactive in Anführungszeichen nur 16%. Warum habe ich mir nicht CD Projekt ins Depot gelegt, sondern Paradox Interactive, wo doch CD Projekt vermeintlich günstiger sein könnte. Der Kurs ging ja stärker nach unten auf Jahressicht. Hat damit zu tun, dass bei CD Projekt haben wir hier, man sieht es im Qualitätscheck, eine sehr unstabile Gewinn- und Umsatzentwicklung. Hier sind die Umsätze. Hat damit zu tun, dass CD Projekt eben nicht diversifiziert ist bezüglich ihrer Computerspiele. Die haben lediglich zwei Triple-A-Titel, ein oder andere wird es wissen. Wenn wir hier auf Paradox Interactive gehen, siehst du hier, die haben viel mehr Computerspiele und das wirkt sich dann so aus, dass die Gewinnentwicklung, Umsatzentwicklung sehr viel zuverlässiger, sehr viel freundlicher aus meiner Sicht sich entwickelt und das scheint halt ein besser vorhersehbares Investment zu sein mit entsprechend geringerem Risiko. Deshalb habe ich mich im Prinzip für Paradox Interactive erstmal entschieden, beziehungsweise mich dafür interessiert. Hier sehen wir nochmal kurz die Titel. Was bei CD Projekt der AAA-Titel ist, das ist bei Paradox Interactive das sogenannte Core Game. Das sind die Spiele, die schon eine Brand aufgebaut haben, die sich in Anführungszeichen auch schon bewährt haben, die oft auch schon in einer Fortsetzung vorliegen, genauso wie bei The Witcher 1, 2, 3. Und es gibt mehrere Core Games. Stellaris ist so ein Core Game, Crusader Kings ist ein Core Game, Hearts of Iron ist ein Core Game, noch zwei andere Core Games. Und dann gibt es noch viele andere Spiele, Newcomer zum großen Teil, wo Paradox Interactive die Hoffnung hat, dass das auch irgendwann Core Games werden. Schaffen nicht mal alle zur Veröffentlichungsreife zu gelangen, sondern werden auch noch teilweise dann eingestellt in der Entwicklungsphase. Es gibt auch immer mal wieder Rückschläge, beispielsweise hier dieses Empire of Sins, relativ schlecht angekommen. Das sieht man dann auch hier, wenn man auf Metacritic geht, hier Paradox Interactive. Und dann sieht man hier Empire of Sin mit niedrigen Bewertungen. Wir sehen aber auch hier, also Veröffentlichung im Dezember letzten Jahres, Crusader King im September letzten Jahres. Das wiederum kam sehr gut an. Und hier, es lebe die Diversifikation. Wir sehen, dass Crusader Kings auf PC nur erhältlich war und hier Empire of Sin auf unterschiedlichen Plattformen, auch auf der PS4 beispielsweise, Switch. Das zeigt im Prinzip auch schon ein bisschen was, deutet an, dass die meisten Umsätze mit PC oder auf dem PC erzielt werden. Das stimmt auch hier. Die Segmente Personal Computer PC ist für 86% der Umsätze im Jahr 2020 verantwortlich. Dann Konsole 12% und Handy nur noch 1,5%. Also ganz klar PC fixiert. Es gab also den Rückschlag mit Empire of Sin, es gab noch andere Rückschläge in der jüngsten Vergangenheit, beispielsweise die Verschiebung eines Spiels Vampire Masquerade, das ist das hier, das wird nicht mehr erscheinen in diesem Jahr. Da hat dann Paradox Interactive das Management auch das komplette Entwicklerstudio ausgetauscht, das heißt, da lief es überhaupt nicht nach Plan. Auch hier Rückschläge, aber man sieht es ja auch an der Gewinnentwicklung. Es ist nicht dramatisch und die Analysten sehen die ganze Geschichte doch recht positiv. Was ich auch noch loswerden möchte, wir haben ja hier klassischerweise mit der Spieleindustrie und bei Computerspielen allgemein eine ziemlich männlich dominierte Branche,
Aber das Unternehmen wird von einer Frau geführt, Ebba Lungierud, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Finde ich bemerkenswert und das finde ich auch gut. Deshalb wollte ich es ganz kurz mal sagen. Wenn wir uns die jüngste Gewinnentwicklung und Umsatzentwicklung anschauen, dann sehen wir so leichte Knicks und auch leicht rückläufige Margen hier. Habe ich mal geschaut, woran könnte das liegen? Habe drei Gründe gefunden, die ich jetzt gerne nenne. Das erste ist Corona. Corona hat zunächst einmal zu einem starken Umsatzschub geführt. Man weiß ja, die ganzen Leute saßen halt zu Hause, ging ja nicht anders. Und also kurzfristig ein Corona-Gewinner-Paradox Interactive, aber mittelfristig hat es dazu geführt, dass die Entwicklung, dass ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen ist durch das erzwungene Homeoffice. Das hat mittelfristig zur Verzögerung von Spielen geführt. Vielleicht ist auch Vampire in the Masquerade ein Opfer davon, wissen wir nicht so genau. Das heißt, die Pipeline neuer Spiele oder neuer Downloadable Contents, die leidet eben jetzt darunter, sollte sich irgendwann wieder einpendeln. Außerdem, 85% der Umsätze werden in den USA erwirtschaftet, also werden in Dollar generiert. Der Dollar hat aber jetzt auf 12-Monats-Sicht, sieht man hier, deutlich an Wert verloren gegenüber der schwedischen Krone. Ungefähr, beziehungsweise knapp, ich habe es schon mal für dich ausgemessen hier, 10%. Wenn du also so ein Spiel verkaufst für 40 US-Dollar, dann ist es halt in schwedischen Kronen umgerechnet weniger wert. Hat ebenfalls erstmal auf den Gewinn gedrückt. Und dann, alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Wir haben jetzt eine neue Abschreibung, aggressivere Abschreibung von Computerspielen. Also wenn Computerspiele fertig sind, dann werden die aktiviert. Die gehen nicht sofort in die Gewinn- und Verlustrechnung rein. Die stehen stattdessen in der Bilanz drin. Aber sobald sie veröffentlicht worden sind, dann fängt die Abschreibung an. Dann wirkt das gewinnmindernd. Und die Abschreibung ist relativ aggressiv, auch im Gegensatz zu CD Projekt. Nämlich erstens Abschreibung nur auf 18 Monate. Das ist nichts Neues. Ich glaube, bei CD Projekt waren es 3 Jahre. Und zweitens ab sofort degressive Abschreibung. Das heißt, in den ersten Monaten wird mehr abgeschrieben als nach hinten raus in den letzten Monaten und nicht linear. Und das sind es für Empire of Sin und Crusader Kings 3, also die zwei letzten Veröffentlichungen, für die greift es schon. Auch das drückt erstmal auf den Gewinn. Insgesamt sieht es aber, finde ich, recht gut aus. Und wir können auch uns hier mal die Bilanz anschauen. Das ist ähnlich wie bei CD Projekt, eine sehr, sehr solide Bilanz, wie ich finde. Schauen wir uns mal die Schulden an im Vergleich zum Cash hier. Und das sind die Schulden, die zinstragend sind, also klassische Schulden. Und das sieht man, die könnten aus der Portokasse zurückbezahlt werden ohne Probleme. Gucken wir uns dann auch noch beispielsweise hier mal die Tilgungskraft an, den freien Cashflow abzüglich Dividenden, dann sieht man, es ist höher als der gesamte Barbestand, von den Schulden ganz zu schweigen. Also eine sehr, sehr solide Bilanz. Habe ich gerade Dividende gesagt? Jawohl, die gibt es auch noch. Allerdings fällt die niedrig aus. 0,61% momentan. Deshalb habe ich mir die Aktie nicht ins Depot gelegt. Gut, was jetzt noch ganz, ganz wichtig ist, das ist die Bewertung. Also um zu wissen, ist die Aktie jetzt eher günstig oder ist sie teuer? Davon hängt auch unsere Renditeerwartung ab. Schauen wir uns die Bewertung folgend an. Hier siehst du die ganze Geschichte. IPO war im Jahr 2016. Hier siehst du den operativen Cashflow. Hier ist der bilanzierte Gewinn. Und die fairen Werte berechnen wir auf diesen Grundlagen. Lassen Sie auch gleich hier anzeigen. Einmal, zweimal. Machen wir das hier weg. Und dann siehst du, dass die Aktie momentan, wir sind hier, wo der rote Punkt ist, Pi mal Daumen fair bewertet ist. Basierend auf dem operativen Cashflow wird die Aktie auf dem bilanzierten Gewinn extrem leicht überbewertet. Und wir sehen hier, ist auch ganz interessant, dass wir im Prinzip in der jungen Vergangenheit zwei Ausbrüche nach oben hatten vom Aktienkurs, die zu einer starken Überbewertung geführt haben. Hier hatten wir eine, die erste, den Strich wollte ich nicht, also hier beim Hoch 228 schwedische Kronen. Und dann hat sich der Kurs fast halbiert, kam zurück zum fairen Wert. Und hier dann der nächste Ausbruch nach oben, auch eine starke Übertreibung. Und jetzt entsprechend wieder die Korrektur irgendwo an den fairen Wert. Wir hatten nie eine starke Unterbewertung gehabt. Interessant hat es auch die Renditeberechnung bzw. die Renditeerwartung basierend auf den Prognosen, auf den Konsensschätzungen der Analysten. Während wir hier noch Abweichungen haben, hier in den letzten 12 Monaten, letzten 4 Quartalen, so muss es sein, beim operativen Cashflow
beim bilanzierten Gewinn, dem fairen Wert, haben wir eine Punktlandung, also eine Gemeinsamkeit. Da wäre dann die Aktie mit 184 schwedischen Kronen fair bewertet, basierend auf den Geschätzungen, des laufenden Geschäftsjahres, würde einer Rendite entsprechen, also Kursgewinnen von 11,3% bzw. einer jährlichen Rendite ist in nur ein halbes Jahr von ungefähr den doppelten, knapp 23%. Ist das schon mal ganz ordentlich. Wenn wir noch ein Jahr dranhängen, dann wären es Kursgewinne von 43% aufs Jahr, jährliche Rendite von 26% und dann flacht es wieder ein bisschen ab aufgrund abflachender Gewinnsteigerungen. Je stärker der Gewinn, hier auch in diesem Fall der operative Cashflow steigt, umso wertvoller wird das Unternehmen, umso wertvoller wird auch die entsprechende Aktie. Auch noch erwähnenswert ist vielleicht, ganz billig ist die Aktie dennoch nicht. Wir haben hier momentan ein KGV von 37. Andere Spielehersteller sind deutlich günstiger. Dafür haben wir hier so einen prognostizierten Gewinnsprung, der dann entsprechend, wenn er denn so stattfindet, das KGV oder auch das KCV deutlich nach unten drücken würde. Man muss daran glauben, dass sich die ganze Geschichte auch so entwickelt wird, wie hier dargestellt. Ansonsten kann man natürlich auch hier mit der dynamischen Aktienbewertung spielen und nach unten rechnen, beziehungsweise nach unten korrigieren, unter anderem auch die Multiples. Ich habe es aber jetzt erstmal so gelassen. Ich bin eingestiegen jetzt in die Aktie mit 5.000 Euro. Falls der Aktienkurs noch weiter nachgeben sollte, dann werde ich ein Kauflimit erstmal setzen, dann weiß ich die ganze Geschichte, dass es nach unten geht. Dann würde ich nochmal gucken, was ist los? Gibt es irgendwelche schlechten Neuigkeiten? Und falls nicht, würde ich gegebenenfalls nochmal nachkaufen. So, jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Wie steht ihr zu Paradox Interactive? Hat einer von euch die Aktie vielleicht schon im Depot? Weiß einer von euch irgendwas, was ich übersehen habe? Dann gleich hier in die Tasten hauen und uns das mitteilen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.